Hallo zusammen, mich hier ist wieder Hotelar und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute gibt es ein Toy, das wir über ein Achievements unser spielen können. Und zwar schimpft sich das Toy Stinkender Glibber und dieses gibt's über einen Erfolg, wo ich schon ein Video zu gemacht habe. Und der Erfolg heißt Die Mischung macht's. Ich werde euch das einmal verlinken. Das Video, ich versuche es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen für die Leute, die nicht extra nochmal auf ein anderes Video klicken wollen. Für die Mischung macht's, müsst ihr 7 Rares töten, die ihr vorher über ein Reservoir der gemischten Monstrositäten beschwören müsst. Und dieses Reservoir der gemischten Monstrositäten befindet sich hier auf den Koordinaten 58, 74 in Maldraxxus. Hier ist es so, dass ihr erst ein paar Sidequests um dieses Reservoir abschließen müsst und dann schlussendlich die Möglichkeit habt, Blubs hier in dem ganz großen Bereich zu looten. Es gibt drei Arten von Blubs: einmal rote, gelbe und blaue Blubs, und ihr müsst in verschiedenen Kombinationen die Blubs in den oder in dieses Reservoir, also in diesen kleinen Tümpel schmeißen, um die jeweiligen Rares zu beschwören. Am meisten wird der rote Mob beschworen, weil hier am meisten rote Blubs rumlaufen. Ihr seht jetzt auch hier gerade einen Counter. Wir haben insgesamt 30 Blubs, die wir einschmeißen können, und je nachdem, in welchem Verhältnis die hier sind, wird ein anderer Mob beschworen. Ich kann euch hier das Add-on im Handy Node Shadowlands empfehlen. Das gibt euch hier eine schöne Anleitung, welcher Mob durch was beschworen wird. Zum Beispiel Gelo brauchen wir mehr Gelb als Blau und Rot. Heißt, mit 15 oder mit 16 Gelb und dann dem Rest Rot und Blau kommt ihr zum Beispiel hin. Selbiges gibt es dann nochmal für am meisten Blau, am meisten Rot. Und dann gibt es auch noch die Geschichte, dass wir zum Beispiel gleich viel Gelb und gleich viel Blau einwerfen müssen und weniger Rot. Dann könnt ihr zum Beispiel 15 Blaue, 15 Gelbe reinpacken, oder ihr packt 14 Blaue, 14 Gelbe rein und 2 Rote und so weiter, ne? Also Blau und Gelb müssen dann in dem Fall zusammen mehr sein als oder insgesamt mehr sein als Rot, aber müssen die gleiche Anzahl sein. Und das gleiche gibt es dann nochmal für die Kombination Gelb und Rot und Blau und Rot. Und das Schwierigste ist dann das Letzte, wo wir dann gleich viel Gelb, Blau und Rot haben müssen. Und hier ist es so, dass es dann natürlich, wenn man Max 30 hat, jeweils 10 sein müssen. Dann könnt ihr so einen Mob beschwören. Ihr seht, jetzt haben wir gerade hier wieder einen beschworen. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, macht das in der Gruppe. Ich habe dafür eine Gruppe aufgemacht, englischer Titel, weil man da besser Leute findet. Das Achievement schimpft sich im Englischen It's in the Mix. Und dann einfach ein paar Leute suchen, sich ein bisschen absprechen, welche Kombination man möchte, und dann kann man dementsprechend den Mob beschwören. So, das jetzt in der Kurzform. Wie gesagt, wenn euch das nicht klar geworden ist, schaut euch nochmal den Achievement Guide dazu an. Jetzt schauen wir uns das Toy an. Stinkender Glibber. Und was macht das? Atmet die Dämpfe ein, sodass ihr euch für 10 Minuten in einen Schleimgiganten verwandelt. Und das klingt eigentlich ganz cool. Wir lernen das einmal. Und schau mal, wie das mit dem Schleimgiganten aussieht. Ah, okay, wir sind dann einfach so ein Viech. Wenn ich jetzt in eine Bärengestalt gehe, bleibe ich tatsächlich auch so ein Viech. Nice. Also wir sind jetzt ein Gelber. Vielleicht gibt es dann auch alle Farben, das weiß ich noch nicht. Ja, ist ein ganz nettes, eine nette Geschichte. Schauen wir uns jetzt hier nochmal so ein bisschen an. Ich guck mal, ich habe doch hier auch einen Zweit-Account. Und guck mal, da, nee, da mit dem Zweit-Account bin ich auch ein Gelber. Seht ihr, jetzt kommt mein zweiter Teller ins Bild gelaufen. So, hier. Also, ich habe es zweimal angewandt. Es kann natürlich jetzt Zufall sein, dass es nur den gelben gibt, dass wir zweimal den gelben gekriegt haben. Vielleicht gibt es auch andere Farben. Hat jetzt eine Stunde Abklingzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr einen roten oder einen grünen oder irgendwas anderes bekommen habt. Und ja, das wäre es dann eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide. Wie gesagt, Achievement Guide, wo ich das ein bisschen ausführlicher nochmal erkläre, werde ich euch einmal verlinken. Gut, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.